Ja moin und herzlich willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge des Smart Facts stelle ich dir die neue Heidelberg Energy Control Wallbox vor. Seit kurzer Zeit gibt es die KfW-Förderung 440. Mit dieser Förderung kannst du dir einen Zuschuss von 900 Euro pro Ladepunkt, also pro Wallbox, sichern. Damit eine Wallbox förderfähig ist, muss sie gewisse Kriterien erfüllen. Hierzu gibt es die Liste der förderfähigen Wallboxen auf der KfW-Seite oder natürlich bei uns im Blog. Kurz zusammengefasst, eine förderfähige Wallbox darf maximal 11 kW Ladeleistung haben und sie muss regelbar sein. Beide Kriterien erfüllt die Heidelberg Energy Control von sich aus. Die, wie bei der Home Eco auch schon, also der kleineren Variante, ist die maximale Ladeleistung bei 11 kW. Und im Unterschied zu der Home Eco kann die Energy Control, wie der Name schon sagt, auch von der Leistung gesteuert, also kontrolliert werden. Das Steuern der Wallbox geschieht über Modbus. Modbus ist ein bekannter Bus, der aus der Automationstechnik kommt, aber auch im Bereich der regenerativen Energien, also Wechselrichter, Batteriesysteme, aber halt eben auch bei Wallboxen häufig zum Einsatz kommt. Der Vorteil bei der Energy Control ist es, dass sie extrem einfach in Betrieb zu nehmen ist und auch zu installieren ist. So brauche ich beispielsweise für die Grundinstallation der Wallbox keine Software, kein Notebook, sondern kann alles mit dem kleinen Schraubenzieher über die integrierten DIP-Schalter in Betrieb nehmen. Das zeige ich euch gleich noch. Auch bei der Inbetriebnahme über ein Energiemanagementsystem brauche ich an der Wallbox eigentlich nichts zu programmieren. Ich habe einen Schraubenzieher, an dem stelle ich alles ein. Und der Rest wird dann über Modbus gesteuert. Schauen wir uns die Heidelberger Wallbox jetzt mal ein bisschen näher an. Vom reinen Äußerlichen ist sie fast identisch zur Home Eco. Der Unterschied ist hierbei, die Energy Control hat einen gebürsteten Edelstahlrahmen. Ansonsten vom Aufbau, von diesem dreieckigen Design, sind Heidelberger sich treu geblieben. Auch die Möglichkeit, dass ich das Kabel ganz einfach über diesen Spalt hin drüber legen kann und habe somit das Kabel nicht irgendwo in der Gegend rumliegen. Montiert haben wir die Wallbox in dem Fall auf der Universal Flex Mount Stele von uns, die dafür sorgt, dass wir die Wallbox sauber und schön an jedem freien Ort aufbauen können und in dem Fall auch mit unserem Wetterschutzdach. Damit wir uns die Wallbox auch mal im Inneren anschauen können, habe ich zunächst mal die Abdeckhaube abgenommen. Darunter verbirgt sich die eigentliche Wallbox, geschützt in einem Gehäuse. Das machen wir auch noch mit auf. Das Gehäuse sorgt dafür, dass die Wallbox auf jeden Fall auch wassergeschützt ist. So, und darunter verbirgt sich die gesamte Intelligenz der Wallbox. Die Grundplatine ist eigentlich identisch zu der Home Eco. Der große Unterschied, der direkt auffällt, ist die Platine in der Mitte, denn auf der kann ich alle Einstellungen vornehmen, um die Energy Control zu steuern. Im unteren Bereich habe ich die Anschlussklemmen für meine Zuleitung. Ich habe hier einen Drehschalter, an der ich den maximalen Ladestrom einstellen kann. Ich habe hier meine Steckbrücke, die ich auch einfach rausnehmen kann. An dieser Steckbrücke kann ich dann zum Beispiel einen Schlüsselschalter oder ein RFID-Gerät anschließen. Und ich habe den Abgang zum Ladekabel. Auf der Platine in der Mitte kann ich einmal die Modbus-Leitung im Eingang und am Ausgang anklemmen. Wir haben hier oben die verschiedenen DIP-Schalter und auch einen Drehschalter, an denen ich die Adressierung der Wallbox vornehmen kann und auch den minimalen Ladestrom einstellen kann. Und man sieht es hier in kreisförmig angeordnet, das sind LEDs, die durch das H durchschimmern auf der Vorderseite und somit den Ladezustand der Wallbox anzeigen. Ein weiterer Vorteil der Heidelberg Energy Control ist es,
dass ich mit ihr zwei verschiedene Arten des Lastmanagements aufbauen kann. Wir haben einmal das lokale Lastmanagement und einmal das externe Lastmanagement. Der Unterschied zwischen den beiden Varianten ist es, beim lokalen Lastmanagement benenne ich eine Wallbox als sogenannten Leader und die anderen als Follower. So hat der Leader die Aufgabe, wie der Name schon sagt, die Follower dementsprechend zu steuern, also anzuführen und den Follower-Wallboxen dann den maximalen Ladestrom mitzuteilen über Modbus. Beim externen Lastmanagement sieht es ein bisschen anders aus. Dort haben die Wallboxen alle die Follower-Rolle, also im Modbus-Jargon die Slave-Rolle und ein sogenanntes HEMS, ein Home Energy Management System, übernimmt dann die Steuerung jeder einzelnen Wallbox. Hier ein paar Beispiele zum lokalen Lastmanagement. Ich habe mir diese Bilder aus der Bedienungsanleitung von Heidelberger heruntergeladen. Hier auch die Empfehlung, alle Einstellungen, die ihr dort machen könnt, entnehmt bitte der Bedienungsanleitung von Heidelberger. Als Beispiel ist hier angeführt eine Installation mit maximal 32 Ampere und 5 angeschlossenen Wallboxen. Werden nun zwei Fahrzeuge angeschlossen an die Wallboxen, so teilen sich diese beiden Fahrzeuge den maximalen Strom zur Hälfte auf. In dem Fall hat jedes Auto dann 16 Ampere, also 11 kW zur Verfügung. Werden jetzt alle 5 Ladepunkte gleichmäßig oder gleichzeitig versorgt, so würden alle Fahrzeuge mit maximal 6 Ampere geladen werden. Die Ladeleistung teilt sich gleichmäßig über alle Ladepunkte auf. Ein weiterer Fall ist es, ich habe jetzt beispielsweise 3 Fahrzeuge angeschlossen. Wenn man es richtig gerechnet hat, kommen wir auf 10 Ampere pro Fahrzeug. Wenn jetzt ein Fahrzeug davon mit der Ladung fertig ist, so wird dieses nicht komplett ausgeschaltet, sondern dieses Fahrzeug bekommt immer noch 6 Ampere reserviert, um halt eben beispielsweise die Standheizung oder die Klimaanlage weiterhin versorgen zu können. Die Fahrzeuge 2 und 3 werden dann etwas hochgestuft und bekommen dann 13 Ampere zur Verfügung gestellt. Der maximale Ausbau in dieser Installation wäre es dann so, 5 Fahrzeuge angeschlossen, die alle am Laden sind. 2 Fahrzeuge sind bereits fertig mit dem Laden, das heißt, die bekommen die 6 Ampere zugesichert, in dem Fall aber rollierend, das heißt, nicht beide bekommen 6 Ampere, sondern immer nur 1 und die wechseln sich dann alle 12 Minuten ab. Und alle anderen noch ladenden Fahrzeuge erhalten dann 8 Ampere Leistung, 8 Ampere Strom, dementsprechend die Leistung. Beim externen Lastmanagement ist es ein bisschen anders. Hier wäre es eine klassische Busstruktur auf Modbus-Basis. Wir haben die Slave-Wallboxen, die dann über Modbus RTU an das jeweilige Gateway oder an das HEMS angeschlossen werden. Wie schon gesagt, wir haben die Installation bereits getestet mit dem Weinziel Modbus Gateway und auch der Logic Machine. In beiden Geräten stelle ich dann die jeweilige Slave-Adresse der jeweiligen Wallbox ein und kann dann dementsprechend die Datenpunkte über KNX steuern. Hier nochmal kurz der Aufbau und die Einstellmöglichkeiten innerhalb der Wallbox. Wir haben im unteren Bereich, wie schon gesagt, den Drehschalter, der den maximalen Ladestrom einstellen kann. Das heißt, je nachdem, auf welcher Stellung dieser Drehschalter steht, lädt die Wallbox zwischen 6 und 16 Ampere maximal. Im oberen Bereich haben wir noch mehr Drehschalter und Dipschalter. Diese Dipschalter haben alle verschiedene Aufgaben. Hier sollte man auf jeden Fall auch genau einmal hinschauen in der Bedienungsanleitung, welche Funktion was betrifft. Denn die Unterschiede sind hier wieder zu sehen zwischen dem lokalen und dem externen Lastmanagement. Im Grunde genommen, ganz einfach gesagt, wir können hier sagen, was ist der maximale Systemstrom, wenn wir es im lokalen Management betreiben. Wir können sagen, was ist der minimale Ladestrom der Wallbox, weil es gibt auch Autos, die kommen mit 6 Ampere Ladestrom nicht zurecht. Wir können sagen, welche Modbus oder Follower-ID die jeweiligen Wallboxen haben sollen. Und wir können dann auch sagen, ob jemand die Leader oder die
Follower-Wallbox sein soll. Ganz wichtig ist auf jeden Fall der Busabschluss, also dass der Widerstand eingeschaltet wird, denn sonst kann es sehr schnell zu Problemen führen. Und auch hier nochmal aufgezeigt, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr an den Abschlusswiderstand an der ersten und der letzten Wallbox beziehungsweise auch im Energy Management System denkt, denn sonst kann es wirklich sehr schnell zu Problemen führen. Auch wichtig beim Modbus ist es, dass ihr den Schirm durchquadratet, dass da nicht irgendwelche Störungen in die Störung reinkommen können. Wie ihr seht, der grundsätzliche Aufbau der Wallbox ist relativ einfach gestaltet. Das macht die Inbetriebnahme und die Installation dadurch extrem schnell und ja, man braucht am Ende vom Tag auch nicht mehr außer das. Vielleicht noch zwei, drei technische Parameter zur Wallbox. Die Energy Control gibt es in zwei Ausstattungsvarianten, einmal mit 5 Meter langem Kabel, was fest angeschlossen ist, und einmal mit einem 7,5 Meter langen Kabel. Was vielleicht auch ganz gut zu wissen ist, die Energy Control verfügt über einen integrierten Gleichstrom-Fehlererkennungsschutz und somit brauche ich in meiner Verteilung keinen Typ BFI, der relativ hochpreisig ist, sondern es reicht ein ganz normaler RCD Typ A. Das hat natürlich den Vorteil, dass die Anschaffungskosten der Wallbox nochmal niedriger sind, als es bei anderen Wallboxen der Fall ist, weil ich einfach auf den günstigeren FI oder RCD zurückgreifen kann. Wie es sich für die Volto Smart Facts gehört, haben wir natürlich die Integration der Heidelberg Energy Control auch in ein KNX-System vorgenommen. Wir haben hierzu entweder das Weinziel Modbus Gateway genutzt oder auch die Logic Machine von OpenRB. Mit beiden Geräten funktioniert die Wallbox einwandfrei und ich kann den Strom fast stufenlos regulieren und somit die Ladung dementsprechend gut steuern. Die Integration der beiden Systeme zeigen wir euch im separaten Video und gehen da ein bisschen auf die technischen Details von Modbus nochmal ein. Wenn ihr Fragen habt zur Heidelberg Energy Control, wenn ihr Fragen habt zu anderen Wallboxen, die wir im Sortiment haben, wie gewohnt, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an.